Wir haben einiges nachzuholen und das werden wir in den nächsten Tagen auch tun mit einigen Unboxings. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem zweiten Volume von Vinland Saga. Ich habe mir auf der Animatic Volume 2 bis 4 endlich nachgekauft. Das heißt, wir können uns in den nächsten Tagen auch die restlichen Volumes angucken und die erste Staffel abschließen, bis dann irgendwann in naher Zukunft mal Staffel 2 dann irgendwann rauskommt. So, wir schauen uns den Zettel an. Der war einfach nur draufgelegt, nicht drangeklebt oder sonst was. Das ist sehr schön. Den haben wir hier. Ein wahrer Krieger braucht kein Schwert. So. Wir kriegen die deutsche und japanische Synchro. Das Ganze geht 150 Minuten lang, die Episoden 7 bis 12. Und als Extras bekommen wir ein 24-seitiges Booklet, Poster und noch einen Sticker. Sehr schön. So, dann schauen wir uns natürlich das Volume an. Ich muss sagen, so, das von Volume 4 kann ich jetzt schon mal sagen, gefällt mir bis jetzt am besten. Einfach wegen dem Pink. Manchmal bin ich halt doch so ein typisches Mädchen. Und das ist noch unsere Rückseite. Vielleicht werde ich und oben nochmal tatsächlich den Anime in den nächsten Tagen schauen. Ich möchte auf jeden Fall jetzt auch durch den Animagic Hype wieder vermehrt Anime schauen, vor allem in der nächsten Zeit. Bin aber noch etwas unentschlossen, was ich denn schauen werde. So, unser Volume von innen. Hier ist wie immer leider das FSK-Logo aufgedruckt. Ja, gut. Nochmal unsere Seite und hier nochmal dieses Motiv. Gucken wir mal, was hier drauf steht. Oh Gott, kann ich. Ja, ich habe gerade nochmal geguckt. Ja, eine kurze Beschreibung. So, dann können wir reinschauen. Ich hole mal die ganzen Extras raus. Die Sticker sind ganz oben, also gucken wir uns die zuerst an. Süß im Chibi-Format. Dann gucken wir uns das Poster an. Das, oh, ist nicht das Motiv, wie es aussieht vom Cover. Nein, nein, nein. Das ist, ja, ich halte es euch mal quer. Das, ja, ich denke, das typische Motiv, was man von Vinland Saga kennt. So. Und dann können wir uns das Booklet anschauen. Das haben wir hier in einem wunderschönen Blau. Und dann geht es los mit der Story, mit einem kurzen Episodenguide, Comic und unsere Characters. Sehr schön. Was man halt von einem typischen Booklet so erwartet. Noch ein paar Beschreibungen und Erklärungen vom Storyboard etc. Wie die Szenen so entstehen. Ein Interview. Was ist das denn Schönes hier? Dialogbücher. Nice. Die hätte ich gerne, die sehen schön aus. Und hier haben wir noch unseren Cast. Und dann waren das schon unsere 24 Seiten. Dann schauen wir natürlich noch innen rein. Da haben wir hier, so sieht das erstmal auf den ersten Blick aus, haben hier erstmal unsere Episodentitel stehen. Hier nochmal unsere Scheibe. Und dahinter gucken wir uns natürlich das Motiv nochmal ganz an. Ein Ausschnitt vom Wald. Und außen ausgeklappt sieht das Ganze nochmal so hier aus. Ja, wunder, wunderbar. Gefällt mir wirklich gut. Vor allem, dass wir weiterhin schöne und viele Extras bekommen.
hoffe, das wird in den anderen Volumes auch so sein. Ich werde es ja gleich sehen, ihr in den nächsten Tagen. Aber ja, ich hoffe, dass der Anime wirklich gut sein wird. Aber natürlich wird er gut sein. Ich meine, hallo, er geht über Wikinger. Natürlich wird er gut sein. Ja, gut. Dann werden wir uns in den nächsten Tagen noch die anderen Volumes anschauen. Und ich freue mich auf den Anime. Ich denke, dass ich ihn jetzt wirklich anschauen werde. Aber ja, gut, meine Lieben. Dann lasst euch mal überraschen, was in den nächsten Tagen noch so kommen wird. Es ist wirklich einiges. Und dann sind wir immer noch nicht fertig. Dann habe ich immer noch nicht aufgeholt. Das wird dann ab dem September wahrscheinlich passieren. Aber ja, lasst euch erst mal überraschen, was dann morgen kommt. Dann sind wir hier am Ende auch, meine Lieben. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.